Können Sie mal auf schwer versuchen. Ich weiß nicht, hatte ich am Anfang noch irgendwas groß? Nee, ich glaube sonst. Könntest du Teufel vielleicht gerade noch mal angehen? Wie lange haben wir jetzt noch? Stündchen, gut. Dann machen wir noch ein bisschen das Hauptspiel. Ah ja, genau, dann jo, wie gesagt, hat mich gefreut. Ja, mich auch. Alter. Dann bis zum nächsten Event, schätze ich mal. Alles klar, mach's gut, oder zum Spiel. Genau, ja, danke dir. Siehst du den erleuchteten Gang zu deiner Linken? Folge ihm. Hab ich schon. So, genau. Mit der Maus schaust du dich um und über die Richtungstasten bewegst du dich. Wie immer das nochmal von Anfang an. Keine Zeit zu pennen, du musst weiter. Mutti, kommandier mich nicht so rum. Ich glaube, das war bei meiner Vision auch noch nicht mit drin. Oh, ja. Doch. Oder? Dann habe ich es übersprungen. Glaube ich. Ja. Zumindest kommt mir das jetzt nicht bekannt vor. Hm. Ach stimmt, das kommt noch von Dings aus machen. Woher habe ich es doch gemacht? Mal noch mal das Let's Play anschauen. Items mit so einem Schein drumherum, wie bei dem hier, kannst du aufsammeln, indem du rüberläufst. Ganz easy. Du markierst? So, sehr schön. Das hier ist der CypoFox Communicator, kurz CyCom, der dich über allerlei Hören die Leute draußen den Ton besser als wir hier? Ja, ja, die haben Ton, genau. Weil ich, wenn ich das zu sehr, also wenn ich das lauter machen würde, geht das halt alles ins Mikro rein. Außerdem verfügt das Teil über eine eingebaute Taschenlampe. Praktisch, denn jetzt kannst du im Dunkeln besser sehen. Probier es gleich mal aus, am besten in dem finsteren Raum von gerade eben. Ja cool, aber was heißt dir kein Signal? Verrate ich dir später, wir haben es eilig. So, ich kann ja bei den Gesprächen da mal kurz den Ton hier aufdrehen. Genau, da haben wir dann aber nochmal die Übersicht. Stimmt, die Karte habe ich jetzt gar nicht mehr großartig genutzt beim Extra-Level. Zwar gefunden, aber... Wenn du die Shift-Taste gedrückt hältst, kannst du noch schneller laufen. Ui, oh. Wie original. Ich kann dir doch alles nachsynchronisieren. Ja, ja, genau. Schau, da ist eine Tür gegenüber. Die bekommst du über den Schalter links daneben auf. Stell dich einfach direkt davor und drücke die rechte Maustaste, um den Knopf zu betätigen. So, dann können wir noch ein bisschen interagieren. Wow, fantastische Leistung. Geh jetzt einfach durch die Tür und folge dem Flur dahinter. Genau, hast du auch die Frauenstimme synchronisiert, wurde gerade gefragt. Hast halt bei der weiblichen Ader sieht man das ja. Das ist, wenn ich meine Haare aufmache. Genau. Dann kriegt man Stimmen anders. Ja, dann beweist das mal. Hab's ja jetzt kurz. Also so schlecht war es. Siehst du den grün markierten Boden erreichen? Stell dich einfach mal auf und es geht direkt abwärts. So. Das ist der langsamste Fahrstuhl, den ich jemals in einem Ego-Shooter gesehen habe. Du bist mir nicht wirklich schuldig. Ja. Du befindest dich im CypoFox. Es muss ja aber auch die Dings hier reinkommen. Der militärische Hauptschutzpunkt, von dem aus unser Widerstand gegen Adi Englers Regime operierte, bevor er von den Notrons entdeckt und dem Erdboden gleichgemacht wurde. Und dieser Engler? Ist das Hardrock-hassende Grauen in Person. Echt geisteskrank, aber unglaublich mächtig.
Kurz nach seiner Machtergreifung hat er die gesamte Insel, auf der die Festung steht, aus dem Ozean emporgerissen. Seitdem schwebt das komplette Eiland knapp einen halben Kilometer über dem Meeresspiegel und das Wasser unten drunter ist völlig verseucht. Wie auch immer er das geschafft hat, es hat für reichlich Ehrfurcht gesorgt und so manchen schwer beeindruckt. Der Typ hat was gegen Heavy Metal. Ich geh da hoch und zieh ihm die Ohren lang. Gute Einstellung fürs Erste. Ja, und was geht eigentlich mit dir? Versteckst dich hier irgendwo, oder? Ich chill hart auf Englas Festung ab, und zwar in einer scheiß Zelle. Wow, dann hätte ich ja gleich zwei Gründe, mal rüberzukommen. Ein Schlitzohr also. Ja, warte mal. Du bist eingesperrt und kannst trotzdem mit mir quatschen? Tja, ich bin halt eine kleine Hackerbraut. Hab mich in deren System eingeschleust, um so die Kontrolle über mein Zellentor zu erlangen und mit dir Kontakt aufzunehmen. Mit deinem Let's Play dann. Ja, genau. Ich war froh, dass ich den Gegner mehr oder weniger durch hatte. Du hast schon irgendwo den Endgegner besiegt. Du hast ja ergeben quasi. Du hast das schlechte Ende. Ja, ja, genau. Schlechte Ende hat er freigespielt. Mega-Scheiße. Du hast zwar Adi-Engler besiegt, aber du bist dann quasi selber zum Adi-Engler geworden, ja. zum Diktator. Was ja auch nicht schlecht ist. Man. Das hat ja auch seine Alles Vorteile. Relativ. Ja, genau. So, ich glaube, hier fängt man auch das Normal... Oder nee, das ist auch noch hier Tutorial. Hier gibt es gleich zwei dieser gekennzeichneten Flächen. Allerdings deutlich kleiner und sie ragen etwas hervor. Heißt in dem Fall, versteckter Schalter im Boden. Einfach draufstellen. Sequenz komplett, die Tür geht auf. Wenn du das Item vor dir einsammelst, erhält dein SciComm endlich ein Signal. Dadurch ist das eingebaute SBPS in der Lage, eine Karte des aktuellen Levels anzuzeigen. Inklusive geheimer Verstecke. Ach, wollte ich kurz erschrecken? Wir müssen mach. Was ist das hier auf dem Foto? Das könnte tatsächlich gut sein, ja. Auf der Gamescom. Ja, das ist. Ja, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ja, siehst du mal. Gut, leid ich die Welt. Richtig. Ja. Soll ich dir schicken? Kannst du machen, genau. Wie? Achso, über. Ich kann es gleich mal im Stream zeigen, wenn ich es auf Instagram habe. Moment. Ja, Mando ist die ja. Ziege. Tja, man wird sie nicht los. Peacemaker, schreib mal Peacemaker, zock zusammen. Ja. Tada, der Radar ist da. Im oberen Bereich gibt es einen versteckten Durchgang, der übrigens jetzt auch auf deinem SciComm zu sehen ist. Achte auf den auffällig unpassenden Wandbereich und drücke die rechte Maustaste. So. Range ist ja auch gerade am streamen, sehe ich gerade. Aber ja, so sieht man sich halt dann wieder. So trifft man sich wieder. Ja, ich glaube, das müsste 2016 müsste das, glaube ich, gewesen sein. Ja. Gut, dass ich noch weiß, was ich wann anhatte. Zu welcher Gamescom. Ja. Ich glaube, das war das, wo ich Bruger getroffen hatte. Super, cool. Schauen wir mal. Jep, ist angekommen. Das Bild wurde verdeckt, um dich vor ungewünschten Inhalten zu schützen. Also bitte. Annehmen. So, warte mal, dann kann ich mal gerade auf den Dings wechseln. Machen wir dann gleich da nochmal weiter.
Aber wie gesagt, ich habe jetzt gerade, kam gerade jemand und hat gemeint, ob ich das auf dem Foto wäre. Und das ist eigentlich ein Bild von der Gamescom 2016 gewesen, wo ich gerade mal ein wenig meine Füße geschont habe. So, Moment. Ich schalte mal noch kurz auf warte. Machen wir es erstmal so. Dann kann ich jetzt, ich weiß nicht, ob da noch irgendwas eingeblendet wird, was nicht unbedingt eingeblendet werden sollte. Ich sehe auch ein paar von meinen Privatleuten bei Instagram drin. So, kann ich das vielleicht mal einen neuen Topf öffnen? Das wäre halt auch witzig, ja. Ja. So, ich guck mal, ob ich das irgendwie etwas größer kriege noch. Das geht sogar. So, jetzt sollte das funktionieren, denke ich mal. Dass man es einigermaßen sieht. Ja, wie gesagt, das hat sich jetzt gerade noch ergeben, das Bild. Beziehungsweise wurde jetzt mal darauf hingewiesen, dass, dass das hier noch existiert. Tja, so schnell sieht und trifft man die Leute wieder. Auch jetzt schon 4,5 Jahre her. Na gut, dann machen wir mal weiter. Ich bin Metal. Wo ist meine Auflösung hin? War doch der Fake Fullscreen, ja. Ja, vielleicht starten wir es nochmal neu. Eventuell geht das besser. Ja. Könnt ihr euch drum streiten. Oder du synchronisierst für den zweiten Teil. Das wäre halt auch noch eine Idee. Dankeschön fürs Folgen. Freut mich. So. Ich bin gespannt, ob das dieses DX-Wind mal geupdatet wird, dass der nicht wegen dieser Fake-Virus war und die ganze Zeit Stress schiebt.